Alarmstufe Rot, so lässt sich der Bericht zusammenfassen. Denn mit einer Durchschnittstemperatur von 1,45 Grad Celsius ist das vergangene Jahr das bisher wärmste seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Beunruhigt sind die Experten unter anderem auch über die Erwärmung der Ozeane sowie das Schmelzen der Polkappen. Doch wie geht der Einzelne mit diesen Ergebnissen um? Wir haben uns in Weimar dazu umgehört. Ich mache mir vor allen Dingen Gedanken darum, dass den jungen Menschen, die hier protestieren, in den unterschiedlichsten Formen nicht zugehört wird und deren Ängste nicht ernst genommen werden, weil irgendwelche alten Strukturen einfach nicht aus der Hefe kommen. Da mache ich mir Sorgen. Worüber ich mir auf jeden Fall Gedanken mache, ist, was das bedeuten wird, für erstmal, wenn ich älter werde und vor allem natürlich auch, wenn ich irgendwann dann, also wenn es dann eine nächste Generation geben wird nach meiner, zum Beispiel dann unsere Kinder, frage ich mich manchmal, also habe ich auch viel mit meinen Freunden darüber gesprochen, ob das so eine egoistische Entscheidung ist, noch Kinder in die Welt zu setzen. Ja, ich denke vor allem daran, dass es irgendwann schwer wird, Lebensmittel anzubauen, also dass Felder einfach nicht mehr bewirtschaftet werden können und dass das einfach Ernährungssicherheit sowohl in Europa als auch vor allem im globalen Süden echt beeinträchtigt. Natürlich kommen so Aspekte dazu wie Abgasthemen, das heißt, was heute also Industrie, Verkehr und so weiter produzieren. Es sind so vielfältige Aspekte und dann ist halt die Frage, wie können wir dem Thema Herr werden? Wie können wir das überhaupt noch lösen? Können wir das noch stoppen? Oder gibt es Aspekte, wo man sagt, haben wir keine Chance mehr? In erster Linie an die doch relativ weit verbreitete Unvernunft der Leute, dass diese Thematik in vielen Bereichen der Bevölkerung nicht anerkannt wird.